Schönen guten Tag, Frau Kieser, Herr Kieser, Frau Dr. Dr. Janssen. Wir begrüßen Sie hier in Baden-Baden, hier im schönen Badischen Hof oder im Kurpark Badischer Hof, zu einem herrlichen Wetter, 24 Grad hier im September. Ich fange mal direkt an mit dem Herrn Werner Kieser. 1967 das erste Studio in Zürich. Wie war das? Was war das? Damals gab es das Wort Fitness noch nicht. Schon in der Evolutionstheorie. Aber nur in der Theorie. Aber nee, es hat ja eine andere Bedeutung, als es heute hat. Ja, es war ja, ist ja nicht die sportliche oder athletische Leistungsfähigkeit gemeint, sondern die Angepasstheit. Mhm. Und dass das im Sinne Darwins, dass sogar eine Schwäche oder ein Erbfehler ein Vorteil sein kann, je nach Umwelt. Ja. Mhm. Weiße Mäuse, die im Winter nicht gefressen werden, weil man sie nicht sieht, ne? Und so weiter. Ja, das fing da an. Da fing es an und man war ziemlich allein. Weil das war ja wahrscheinlich nur das große Studio, die ersten Anfänge, oder? Ja, es war ein Abbruchobjekt, ein Bau, das sich damit das Risiko minderte, im Falle eines Konkurs. Es war ja ungewohnt, man kannte das nicht. Ich hatte dann einen Pressebericht aus einer neuen Zürcher Zeitung, und wenn man den heute liest, dann sieht man, dass man damals das noch nicht kannte. Das ist das Interessante. Ja. Dürfen wir Sie fragen, was Sie vorher gemacht haben? Das ist sozusagen Ihre Vita, bevor es 1967 losging mit dem ersten Studium. Ja, ich war Schreiner, habe ich gelernt. Später habe ich Verschiedenes gemacht und dann habe ich geboxt. Und beim Boxen habe ich mich verletzt und schließlich durch das Krafttraining, das damals, wie gesagt, unbekannt war oder fast unbekannt, bin ich eigentlich schneller wieder gesund geworden. Mhm. Was mir damals wie ein Wunder vorkam, später durch meine Weiterbildung ist mir das klar, was aber heute noch nicht vielen klar ist, nämlich, dass Übungen gegen Widerstand, und das ist das Krafttraining, akzelerieren die sogenannten anabolen Prozesse, also die Aufbauprozesse, auf Kosten der Abbauprozesse. Mhm. Dann bleiben sie jung, wenn sie trainieren. Das ist richtig. Jetzt aber vielleicht so, dass man auch für unsere Zuschauer vielleicht so eine kleine Success-Story vielleicht mal zusammenfasst. Heute 150 Studios, ist das der letzte Stand? Ja, ich glaube, es sind 150, was so. Und etwa sind 280 oder mehr tausend. 290.000 Mitglieder. Das sind schon ein paar, ja. Also ich habe nachgelesen, Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und erstaunlicherweise Australien. Ja. Warum dann gerade so den Sprung von Zürich nach Australien? Das ist mehr ein Zufall, weil wir haben in London ein Studio, muss man aufgeben. Wir waren da zu wenig präsent. London ist wirklich, war schon so dicht, das Fitnessnetz. Ja, und in London, da kamen eben Australier und die sind dann darauf gestoßen, aber das wollen wir auch. Weil es doch anders oder ist. Melbourne oder wo war das dann in Australien? Bitte? In welcher Stadt in Australien hatten Sie das Studio dann aufgemacht? Wann das war? In Melbourne, jawohl. Mhm. Ja, es war eine Filiale. Mhm. Ich würde es Franchisen und Filialen. Darf ich fragen, Stand heute, wie da der Schnitt ist zwischen Franchise und eigenen Filialen? Ja, ich habe die Firma vor 2 Jahren verkauft, also haben wir beide. Ja. Die Aktien, meine Frau ist noch aktiv, medizinisch und auch in der Geschäftsleitung, ist der Präsident des Verwaltungsrates, Sie sagen, glaube ich, Vorstand in Deutschland. Wir haben 42 Stammstudios oder Filialen. Und geht mal mit dem Mikrofon bitte rüber. 42 Filialen und bei 150 Studios insgesamt. Mhm. Wollen Sie, Herr Gieser, einfach vielleicht nochmal ganz kurz so einen kleinen Bogen machen von 1967 bis heute oder bis vor 2 Jahren? Was sind die Key Success Faktoren? Was sind die Erfolgsfaktoren für Ihre geniale Geschäftsidee, wie Sie es umgesetzt haben? Ja, wir wären nicht hier, wenn nicht diese Fitnesswelle über uns gekommen wäre, über den Atlantik. Also ich sage immer,
Das beste Boot nützt nichts, wenn du keinen Wind zum Segeln hast. Ne? Also das ist, da habe ich gelernt, was der Zeitgeist bedeutet. Ja, hat nämlich nichts mit mir zu tun. Nicht weil ich gut bin, oder, sondern ganz einfach, es wurde Mode. Das werde ich auch schildern. Also das war dann so ein Schub, wo wir in der Schweiz expandierten. Und dann, die Schweiz ist ja klein, und dann hatten wir schon Pläne, natürlich eine Pferdefarm aufzumachen, weil die Party ist ja absehbar zu Ende, wenn sie mal in der Schweiz 15, 16 Studios sind. Zumal das ein urbanes Geschäft ist, also vor allem in den Städten. Mhm. Und da hat, und dann kam diese Rückensache, der Arthur Jones, unser wichtigster Mentor in den USA, der hat eine weitere Entwicklung gemacht. Ich sage ja das in meinen Vorträgen, die Messung der Lumbalextensoren. Also das konnte man bisher nicht in der Wissenschaft. Man hat dann die Falschen gemessen, Gluten und so. Und damit haben sie Rückenpatienten kuriert in Amerika. Es waren schon viele Studien da, als ich das zum ersten Mal sah. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil ich schon von Amerika her die ersten Maschinen hatte, habe ich gesagt, ich kaufe die. Ich wusste nur noch nicht, was machen damit. Es ist ein medizinisches Problem. Und die nächste Medizinerin war meine Frau. Und dann hab ich sie losgeeist von der Klinik. Und dann hat sie die erste Praxis aufgemacht für medizinische Kräftigungstherapie. Und dann, das wäre eigentlich eine unabhängige Sache gewesen, aber die Leute waren, oder die Patienten, waren natürlich so begeistert und wollten weitermachen, dass sie keine Schmerzen mehr hatten. Sie wurden jetzt trainingstauglich. Und was können sie nicht in der Arztpraxis? Dann haben wir das zusammen, also vor allem meine Frau hat sie dann zu mir geschickt. Und dann haben wir diese Synergie als wichtig erachtet. Und dann mussten eben die Pferde warten. Das heißt, wir haben dann entschieden, den Deutschen den Rücken zu stärken. Ne? Hm. So, dann machen wir an der Stelle gerade weiter. Ich darf noch so zwei, drei Business-Fragen stellen. Also zum Erfolg natürlich dieses Systems. Ich komme ja so klassisch aus dem Marketing, bin so ein Marketing-Mensch, und da ist immer so das Wort USP. Fällt da immer Unique Selling Point. Was unterscheidet Kieser Training von den anderen Studios? Sie sagten ja eben, die Fitnesswelle hat sie überrollt. Natürlich sind sie dort mitgeschwommen, mitgegangen, aber sie haben eine ganz klare Differenzierung, Alleinstellungsmerkmal. In Vorträgen kommt oftmals diese Frage, wenn nicht Kieser Kunden sich da reingekommen sind. Ja, was unterscheidet den Kieser Training? Ja, genau. Dann sage ich immer, finden Sie das heraus. Okay. Ja, dann weiß er. Und was machen die Leute dann? Ja, es ist ja, ich glaube, was sind verschiedene Dinge, die wahrscheinlich da zusammenwirken. Ein Ansatz ist der, dass die Reduktion, aus der Fitnessbranche ein Berater oder Funktionär hat mal gesagt, ihr seid die Einzigen, wo man weiß, was sie verkaufen. Mhm. Also die Sprache. Reduktion aufs Wesentliche. Ja, ich habe mich immer mit Werbeagenturen angelegt, weil die diese Anglizismen verwenden dauernd. Ja, versteht kein Mensch mehr, und die selber eben auch nicht. Es ist noch schlimmer in der Finanzbranche. Aber da habe ich immer auf ein sauberes Deutsch geachtet. Ja. Und habe dadurch den Preis von der Gesellschaft, kennen Sie den Professor Krämer, den hatte ich ja, wir hatten mal zufällig zusammen auch einen Vortrag bei der Financial Tribune, die es da gab in Deutschland, ich glaube, die gibt es nicht mehr, ne? Und und wir haben eine Beziehung auch gepflegt, und das fällt offenbar aus, eben weil Sie am USP ansprechen, dass wir Deutsch reden und dass wir sagen, was wir machen.
Und sonst weiß man nicht. Diese konfuse Werbesprache. Ja, genau. Aber das kommt ja offensichtlich genau bei ihrer Klientel, bei ihren Kunden an, dass sie eben konzentriert auf Rücken, konzentriert auf das Wesentliche, oder reduziert auf das Wesentliche und kein Schickimicki, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Ja, ich habe nichts dagegen. Meine, wenn die Leute in die Sauna wollen oder sich entspannen wollen, und obwohl ich meine, wer müde ist, gehört ins Bett und nicht ins Fitnessstudio. Ja. Aber eine Positionierung ist schon die medizinisch-wissenschaftliche Positionierung. Ja, aber die kam ja ein bisschen später, weißt du? Ja, okay, aber das ist jetzt ja das Interessante. Die Kunden kommen wegen gesundheitsorientierten Zielen. Das ist zweifellos. Also das war dann in Deutschland besonders, weil wir eigentlich der auf den Rücken uns spezialisierten. Natürlich ist nicht nur der Rücken, aber da war das brennendste Problem. Als man merkt, wer ist die Zielgruppe in etwa? Ja, ja. Das ist die gebildete Mittelschicht. Das war nicht so. Ich habe in einem üben Quartier, einem Rotlichtquartier angefangen. Ja. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt natürlich. Leute, die auch andere Schwerpunkte im Leben haben, als ihre Zeit in einem Studio zu verbringen. Ne? Und das ist offenbar, ja, Muckibude für Akademiker. Muckibude für Akademiker. Haben mal einige gesagt. Das so eine Übernahme in Deutschland. Ne? Ja, Muckibude für Akademiker. Ja. Vielleicht eine allerletzte Frage noch zum Business, dann gebe ich mal so ein bisschen ab zur Philosophie-Abteilung. Ja, Sie haben, ich habe gelesen auf der Homepage, dass jetzt die Strategie auch durchaus in etwas kleinere Städte, 40.000 Einwohnerstädte geht. Also sprich, Baden-Baden hat 55.000 Einwohner. Im Normalfall, im Sommer sind es meistens 100.000. Wann kommt das Kieser Training, wann kommt das Kieser Studio nach Baden-Baden? Ja. Also es gibt ein Projekt, das wird kommen. Ja. Also ich nehme mal an, in den nächsten 2-3 Jahren. Die nächsten 2-3 Jahre. Okay, dann freuen wir uns die nächsten 2-3 Jahre. Ohne Garantie, aber es ist schwierig, eine Immobilie zu finden, ja, die passt und die man zahlen kann. Ja, okay. Okay, ja, vielleicht kann man da ja ein bisschen helfen. Vielleicht kann man da als Baden-Baden-Insider ein bisschen helfen und dann gucken. Weil es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir sowas auch in Baden-Baden hätten. Das wäre schön, weil, ja. Ich glaube, das ist genau das, was hier noch wirklich fehlt. Es gibt ja Fitnessstudios, natürlich keine Frage, aber es gibt kein Kiesertraining hier. Ja. So, jetzt genug des Businesses, genug des Erfolgsfaktoren. Jetzt gehen wir ein kleines bisschen in die Philosophie und ich gebe mal ab zu unserer ersten Vorsitzenden der GFA, Frau Dr. Jansen. Sein eigenes Unternehmen? Rückengesundheit. Also quasi in der Branche. Ja, natürlich. Okay. Dass sie durchziehen müssen, ja, dass sie dranbleiben müssen, ja, und das hat halt mein Herz berührt. Also diese Kombination aus der fachlichen Seite, jetzt wie baue ich das Unternehmen auf, was mache ich, und seine persönliche als Mensch.